Moin Moin und hallo Leute, mein Name ist Fresh G und ich heiße euch herzlich willkommen zum Mumble Monday Nummer 16. Ja, heute leider ein etwas kürzerer Mumble Monday, denn ich habe in letzter Zeit einfach viel zu viel zu tun. Ich weiß, das hört man häufig von irgendwelchen YouTubern, gerade auch von YouTubern, die es nicht hauptberuflich machen, die dann sagen, oh ja, ich habe so viel zu tun, privat und dies und das. Aber bevor ich in die Erklärung einsteige und zu dem Mini-Mini-Mini-Thema dann komme, möchte ich erstmal diesen kurzen Mumble Monday dafür nutzen, um euch Punkt 1 zu danken, denn beim letzten Mumble Monday hatte ich ja gefragt, wie es euch geht und dass ihr mal so ein bisschen erzählen sollt, wie zufrieden ihr gerade auch beruflich seid oder halt mit der Schule und ob bei euch die Schule vielleicht vorbeigeht oder Studium oder sonst was. Und da ist echt viel zurückgekommen und ich hätte es niemals so erwartet. Und das ist das Geile an YouTube bzw. an euch, an meiner Community. Ihr überrascht mich einfach immer wieder. Ihr hattet mich genauso überrascht bei dem Mumble Monday, wo ich über Klamotten und meinen Style gesprochen habe und all so ein Zeug. Und ich hätte gedacht, dass da entweder gar keine Kommentare kommen oder dass auch die Watchtime ultra weit unten bleibt oder sonst sowas. Aber selbst sowas hat euch irgendwo dann doch ein bisschen interessiert und ihr habt mir Feedback gegeben und das ist einfach, das freut einen unheimlich, wenn man so Sachen ausprobieren darf, so genau das, wofür YouTube eigentlich gedacht ist und ihr gebt trotzdem euer Feedback dazu und so, das ist einfach hammergeil. Und die zweite Sache ist, wenn ihr Themen für mich habt oder Gameplays, ich sag's immer wieder, aber vielleicht gibt's ja wieder neue Zuschauer, sendet die einfach ein. Wenn ihr ein Gameplay einschickt, ich packe euren Kanal unten in die Beschreibung. Falls ihr irgendwie einen guten Themenvorschlag habt, packe ich euren Namen auch und euren Kanal in die Beschreibung. Und vielleicht habt ihr ja aber auch so nur einfach eine kurze Frage und dann beantworte ich die ja wie immer ganz am Anfang einfach, damit man nicht alles für so ein Q&A sammeln muss, sondern dass die einfach abgehandelt werden und auch so ein bisschen zeitnah abgehandelt werden. Das ist Punkt 2 gewesen. Und Punkt 3, mal zu dem Ding, warum ich so viel zu tun hatte. Also vergangenes Wochenende, also nicht jetzt gestern sozusagen das Wochenende, sondern das davor, vorletztes Wochenende sozusagen, da habe ich zwar nur 12 Stunden gearbeitet insgesamt, also jetzt richtig Arbeit, nicht YouTube oder sowas, aber diese 12 Stunden plus die Woche Schule, also Berufsschule, plus dieses letzte Wochenende jetzt, dieses Wochenende, insgesamt 24 Stunden gearbeitet und da sind ja noch nicht mal die Wege mit einberechnet, wie viel ich zur Arbeit und zurück brauche, was jetzt an diesem Wochenende ein bisschen mehr als 4 Stunden insgesamt waren, also quasi fast 30 Stunden, 28 Stunden so circa, alleine für die Arbeit aufgewendet für 2 Tage. Ja, das muss man sich mal reinziehen. Deswegen bin ich einfach nicht dazu gekommen, mir ein Thema auszusuchen und meinen Kopf da so ein bisschen drumrum zu wickeln und zu sagen, ey, okay, jetzt kann ich wirklich pro, contra und meine Sicht und Sicht von anderen Menschen, neutrale Sicht und sowas hier rüberbringen. Und deswegen, das wird nächste Woche wiederkommen, am nächsten Mumble Monday. Aber ich wollte nicht so einen halbherzigen Mumble Monday machen und deswegen ein ganz, ganz schnelles Thema angesprochen. Es ist irgendwie auch geil, was zu tun zu haben. Also auf der einen Seite ist es zwar irgendwie total anstrengend und man ist ausgelaugt und kann irgendwann nicht mehr denken und der Kopf schaltet ab. Aber auf der anderen Seite gibt einem das ja auch eine Bestätigung und ein gutes Gefühl, wenn man was geschafft hat, ne? Und deswegen muss ich leider den Mumble Monday jetzt auch schon beenden. Es tut mir ultra leid, aber das gibt euch die Chance. Gebt mir euer Feedback. Was gefällt euch an dem Kanal? Was möchtet ihr gerne in Zukunft mehr sehen? Gebt mir eure Themen, eure Gameplays, eure kurzen Fragen und euer Feedback zum Kanal. Und dann nächsten Montag, umso frischer und umso ausgeruhter hoffentlich, gehen wir in den nächsten Mumble Monday rein. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die Woche. Bis zum nächsten Mumble Monday Video oder auch Livestream. Bis dahin, ciao Leute.